Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zurück zum neuen Video und zurück auf meinem Kanal. Ja, am Anfang habe ich euch ein paar kleine Einblicke gegeben, was ich so die letzten 4 Wochen so mit dem Ding hier angestellt habe. Und ich muss schon sagen, also dafür hat es aber recht ordentlich mitgemacht, sag ich mal. Ich war da auch sehr großzügig mit dem Leidensweg, sag ich mal. Bei mir werden Messer gebraucht, die stehen nicht immer in der Vitrine. Ja, fangen wir mit der ganzen Bewertung an. Heute komme ich zum endgültigen Fazit. Ich sag mal, brauchbar. Zumindest mein Modell hier ist brauchbar. Gehen wir mal die einzelnen Punkte durch. Also, die blauen Lidar, die Farbe hat wirklich ein bisschen abgenommen, wie ich finde. Die waren mal dunkler, aber das ist auch für mich nicht so weiter tragisch, weil jede lackierte Sache, jedes Coating wird beim massiven Gebrauch irgendwann mal gehen. Das ist so. Da gibt es auch keinen großen Diskussionsbedarf. Das ist leider so. Von daher, die blauen Liner sind einfach reines optisches Gimmick aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz, wenn die Farbe irgendwann ganz abgeht, vielleicht mache ich mir einen Spaß draus, mache die blaue Farbe ganz ab und mache es ganz blank. Vielleicht ist es dann sicherer. Ich habe von Anfang an die Schrauben etwas fest angezogen. Ich habe alle Schrauben fest angezogen. Die waren mir nicht ganz fest genug, ehrlich gesagt. Der Lock, er hat bei mir gehalten. Funktioniert nach wie vor noch. Also ich habe das wirklich hart rangenommen. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Also der hat bisher bei mir gehalten. Muss ich schon sagen. Also Respekt für das Geld. Kein Problem. Ja, kann man vielleicht noch mal anders verdeutlichen mit dem Test hier. Ja, also kein Problem. Funktioniert. Die Beschichtung, die Titanbeschichtung, sage ich mal. Gut, die geht natürlich mit der Zeit ab. Das ist halt das Coating, was die Klinge so ein bisschen schützen soll. Ja, gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jedes Coating irgendwann mal gehen darf, wenn es beansprucht wird. Und ich habe es definitiv gut beansprucht hier, sage ich mal. Also das ist schon nach ein, zwei Wochen hat es angefangen, sich langsam aufzulösen. Meine, das hundertprozentige blanke Metall ist es noch nicht, wo wir angekommen sind. Kann sein, dass so eine leichte Grundierung drunter ist, aber nichtsdestotrotz, das Coating wird irgendwann gehen. Man könnte, wenn man Spaß am Tunen hat, das Ding auch auseinandernehmen, das alte Coating abmachen und die Klinge ätzen. Also das würde vielleicht auch noch funktionieren. Ja, ich habe es behandelt, jedes andere Arbeitsmesser auch. Also ich habe es vor allem möglichen Mist hergenommen. Also habt ihr auch gesehen, die Spitze, die habe ich ja auch ordentlich ins Holz gerammt und das ist ein, das war Buchenholz, schon etwas getrocknetes. Die Spitze hat es gut weggesteckt. Also in Sachen Wärmebehandlung kann ich bei der Klinge nicht meckern. Die Schneide hat alles wunderbar mitgemacht. Also ich habe es durch Esche getrieben, ich habe es durch Buche, durch Nadelhölzer habe ich es getrieben. Im Prinzip alles, was ich zur Verfügung hatte. Ich hätte sogar auch ein paar Haselnusssträucher damit mal geschnitten im Garten. Auf jeden Fall, ich habe es auch mal zwischenzeitlich mal sauber gemacht und eingeölt. Den Griff habe ich zwischenzeitlich auch ein bisschen Pflege gegönnt mit dem Öltuch. Hat es mal nötig gehabt, finde ich. Das Holz hat nicht gelitten, ist recht gut robust verarbeitet, also kein Problem. Die Handlage ist für mich immer noch okay, also schön was Griffiges, Voluminöses in der Hand, so wie ich es liebe. Ja, ich finde, für unter 30 Euro kann man es nehmen. Also wenn man mit den Arbeitsmängeln leben kann, sage ich mal, und das als Arbeitsmesser gebrauchen kann. Nichtsdestotrotz besteht natürlich die Gefahr bei Überbeanspruchung oder bei Altersmüdigkeit, dass auch mal der Backlog versagen kann, der die Feder unten irgendwann mal bricht. Natürlich kann das vorkommen, ist auch schon vorgekommen. Da wünsche ich mir an dieser Stelle doch vielleicht einen Halbstopp da drin, der dann noch ein bisschen das Messer, also beziehungsweise die Finger vor dem Messer schützen würde. Aber ansonsten kann ich nie meckern. Hat meine 4 Wochen gut, ich sag mal, weggesteckt.
Ich weiß, beim YouTube-Kollegen hat das Messer komplett versagt. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass da wahrscheinlich eine Schwankung in der Fertigung der Messer stattgefunden hat, dass da so eine gewisse Schwankung ist, dass ich hier wahrscheinlich hier ein etwas besseres Modell erwischt habe. Kann alles sein. Ich habe mich da kundig gemacht. Viele Reklamationen scheinen die aktuell nicht zu haben. Klar kann man natürlich sagen, ich scheiß auf die Garantie und schmeiß das Ding einfach weg. Kann vorkommen. Soll vorkommen, weil die Garantien bei Walter sind nicht immer so die besten, sag ich mal. Da gibt es schon ein paar Berichte auf YouTube. Also trotz, das ist schon aus meiner Sicht hier brauchbares Gerät hier unterwegs. Nicht schlecht. Die Schärfe hat es erstaunlich gut lange gehalten. Also ich habe es nur ein, zwei Mal schärfen müssen in 2 Wochen. Und ich habe es ziemlich oft gebraucht, mein lieber Herr Gesangsverein. Mann, 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 Mann. Seht ihr teilweise noch den Maschinenanschliff? Der ist noch nicht ganz verschwunden. Also ich habe es nur leicht nachschärfen müssen oder ein, zwei Mal nochmal übers Leder ziehen müssen. Und dann war schon wieder gut. Also der 440C, ich würde sagen, der ist voll und ganz abgenommen. Hält für meinen Geschmack gut die Schärfe. Reicht mir vollkommen als Arbeiterstahl. Für den täglichen Gebrauch absolut. Kann ich nie meckern. Walter BWK 2. Ja, warum nicht? Das ist mein Fazit dazu. Optisch schön anzusehen und zumindest meins hält, wie es aussieht, einiges aus. Jo, das soll's gewesen sein. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschö.